Shall I look in this direction? Probably, to you? Yeah, probably is best. To you. Okay. Go ahead. Maybe just start with a very general question, which I've already referred to. If you see there could be a place for philosophy on a down-to-earth manner, I mean, I know as a layman it would be for me very encouraging from time to time to hear that life is all flowing or just air, water and fire, like in the Greek times. I don't know if one is capable of doing the same thing in the 21st century. If philosophy can be accessible in the same way, you know, as it was in maybe other periods. Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. In gewisser Weise sollte natürlich eine wirkliche Philosophie universal sein. Sie sollte im Prinzip für jedermann und jede Frau zugänglich sein. Sie sollte nicht abgehoben sein, sie sollte nicht abstrakt sein, sie sollte nicht in einem schlechten Sinne elitär sein, sie sollte universell sein. Im Prinzip müsste jedes menschliche Wesen Zugang haben zu dem, wovon die Philosophie erzählt. Das ist möglich. And on the same line you would feel that what you have written in your book about sound and I think development would be the translation or the transformation, yes, right? In a way, yeah. That behind your main statement is something of that kind of universality. Ich glaube schon. Der Grundgedanke des Buches ist sehr einfach. Jedes menschliche Wesen müsste im Prinzip in der Lage sein, diesen Grundgedanken zu verstehen. Das ist ein ganz einfacher, klarer Gedanke. Der ist überhaupt nicht kompliziert. Er ist überhaupt nicht abstrakt. Und man muss auch keine akademische Bildung haben, um diesen Gedanken zu verstehen. Er ist wirklich sehr einfach, ohne dass er deswegen simpel ist, in dem negativen Sinne, Simplistik. Simpel ist es nicht, es ist einfach, vielleicht gerade deswegen schwer, weil unser geistiges Leben ist sehr kompliziert geworden, sehr intellektuell, sehr komplex, aber das ist eigentlich ganz einfach. And how would you put the main statement of the book? Die Hauptaussage, was Sie das Main Statement des Buches nennen, könnte man so beschreiben: Es gibt eine kosmische Grundordnung und die spiegelt sich in der großen Musik. Das heißt, die Musik atmet etwas, sie manifestiert etwas, sie transportiert etwas von einer universellen kosmischen Ordnung und sie enthält, was ich nenne Archephone, Klangarchetypen. Das heißt, diese Klangarchetypen sind kosmisch und sie sind universell. Und jedes menschliche Wesen ist in der Lage, von diesen Klangarchetypen angerührt zu werden, berührt zu werden. Mit dem Kopf, mit dem Herzen, mit den spirituellen Dimensionen der menschlichen Existenz. Also letztlich ist die wesentliche Aussage, es gibt Klangarchetypen und wenn wir es verstehen, diese Archetypen in der großen Musik herauszuhören, dann haben wir auch Zugang zu einer kosmischen, tiefen Schicht unserer Existenz und das transformiert, entwickelt auch unser Bewusstsein. Deswegen auch der Untertitel Klassische Musik als ein Weg der Bewusstseinsentwicklung, as a way of development of consciousness. So actually one does not have to go as far as India or some exotic place to find spiritual... Nein, das muss man nicht. Es war ja doch in der Nachkriegszeit, nach 1945, besonders als ich jung war, Jugendlicher und ein junger Mann war, in den 60er, 70er Jahren sehr schwer, überhaupt ein Verständnis zu entwickeln, dass unsere westliche, europäische, abendländische Musik auch ein spirituelles, ein meditatives Potenzial hat. Dass ich zum Beispiel nicht Ravi Shankar hören muss oder indische Ragas um an eine spirituelle Dimension der Musik heranzukommen. Ich kann Opus 132 von Beethoven, den langsamen Satz des berühmten Streichquartetts, hören und kann mich hineindenken, hineinfühlen, hineinhören in eine höhere Dimension der Existenz. Also Beethoven ist ein Meditationsmeister in gewisser Weise als Musiker, aber nicht nur Beethoven, auch andere. So insofern ist es möglich, über die westliche Musik auch die Tiefen der eigenen Existenz auch in einem kosmischen Sinne zu verstehen. Und das ist die ganz große Möglichkeit, die wir haben über die Musik. How do you explain the tendency to go to exotic places to find this kind of spiritual answer? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass für viele junge Menschen war die europäisch-abendländische Musik in gewisser Weise diskreditiert. Sie war durch das Bürgertum vereinnahmt, die Konzertsäle, die Opernhäuser, das war museal, das war langweilig, das war die alte Kultur, das war geradezu kontaminiert. Das weiß ich aus meiner eigenen Entwicklung, auch ich selber habe als 16-, 17-, 18-, 19-Jähriger eine ganz starke Distanz gehabt zu dieser Musik. Sie hat mir gefallen, ich fand sie gut, aber ich hatte immer das Gefühl, das berührt mich gar nicht in der Tiefe, das ist etwas anderes. So habe ich ja lange Jahre mit 16, 17, 18, 19 auch Jazz gemacht, weil ich dachte, da ist die Musik viel lebendiger, viel unmittelbarer. Und ich brauchte ein Initiationserlebnis mit Beethoven, das war wirklich Beethoven, mit der 3. Sinfonie. Die habe ich dann in einem ekstatischen Erleben 50 Mal hintereinander gehört, jeden Tag immer wieder neu, und plötzlich hat sich für mich das geöffnet. Plötzlich wusste ich auch, das ist eine Musik mit einer ungeheuren meditativen Dimension. Da habe ich dann das neu entdeckt und auch verstanden, dass das immer da war, aber davon wusste keiner. Die Menschen sind nach Asien gefahren, nach Indien, haben Gurus gehabt, mit denen sie meditiert haben über die Musik oder mit der Musik. Klang-Yoga, Nada-Yoga, aber ich fand immer, dass von diesem Punkt an, das braucht man gar nicht. Nada-Yoga kann auch ein Streichquartett, ein Streichquintett von Mozart sein oder eine Klaviersonate von Schumann oder von Schubert oder eine späte Symphonie von Joseph Haydn oder eine Partita von Johann Sebastian Bach. But the fact you were talking about universal building units of music means also that we are capable to touch the spirituality in foreign music as well, not just classical. Sehr richtig. Western. Ich glaube, dass jede bedeutende Musik letztendlich diese Archephone, diese Klangarchetypen enthält. Jede, auch die Volksmusik. Was wir gestern Abend gehört haben mit Volker Wiesenbender, war ja auch ein Stück Volksmusik im tiefsten Sinne des Wortes. Er hat uns ja gezeigt, dass Brahms in seinen ungarischen Tänzen ganz stark beeinflusst war von der Volksmusik. Und natürlich nicht nur Brahms, auch Schubert und Beethoven, Rasumowski-Quartette, natürlich sind auch sie davon geprägt. Und natürlich ist auch in der Volksmusik aller Nationen, aller Völker etwas davon enthalten. Aber ich glaube, dass die klassisch-abendländische Musik, sagen wir mal im weiten Sinne von Monteverdi im 17. Jahrhundert, vor 400 Jahren, Beginn der Oper, Orfeo, Monteverdi 1607, bis ins frühe 20. Jahrhundert eine Ausdifferenzierung hat, die menschheitsgeschichtlich einzigartig ist, also singulär. Deswegen muss man nicht chauvinistisch sein und die andere Musik verachten. Überhaupt nicht. Aber sie hat eine Differenzierung, eine klangliche Vielgestaltigkeit, die menschheitsgeschichtlich wirklich ohne Beispiel ist. Das würde ich sagen. Das bedeutet ja nicht, dass man imperialistisch mit dieser Musik umgehen sollte. Auf keinen Fall. But you have mentioned yourself that at some point it went wrong, classical music. Either it's been used or abused by class tendencies, like bourgeois tendencies, or by politics. That has it has been politicized. In that respect, one can understand maybe the wish to get away vom classical, especially classical German music. Ja, man weiß natürlich, dass auch die Nationalsozialisten ja eine starke Affinität zur Musik hatten und natürlich auch Beethoven missbraucht haben. Wagner in gewisser Weise nicht missbraucht, denn Wagner war Antisemit in gewisser Weise, wie man ja heute ganz klar weiß, war Wagner auch ein Vorläufer, ein Precursor der Nazi-Ideologie. Hitler war ein Bewunderer von Wagner, das ist nicht zu leugnen, das war so. Insofern ist die Adaption der Nationalsozialisten, was Wagner betrifft, nicht unbedingt Missbrauch. Das ist in gewisser Weise auch genuin Wagner. Es war, wie Thomas Mann das so schön sagt, viel Hitler in Wagner. Das ist einfach so. Aber es ist nicht Hitler in Beethoven, es ist kein Hitler in Mozart, kein Hitler in Haydn, kein Hitler in Schubert. Das ist es nicht. Aber bei Wagner ist es so. Quite a few, especially Jewish intellectuals, have mentioned the fact that they wanted to save German culture from the imprint of the years 33 to 45, like Imre Kertész, who was talking about Beethoven. He said, how can we hear Beethoven after Auschwitz? If has it not been, or he spoke more directly about Goethe, because he was in Buchenwald, and of course one of the favorite places of Goethe near Weimar was inside the campgrounds. Yeah, ich weiß. And he was saying, how can we salvage Goethe from the years 33, 45. I know Jean Amery has talked about the same problem, about how can a Jewish intellectual still be part of the German heritage. Obwohl gerade, weil Sie das so sagen, das wissen Sie ja genauso gut wie ich, dass gerade viele jüdische Intellektuelle, Hans Meyer, Ernst Bloch, Theodor Walter Adorno, ja eine ganz starke Affinität zur deutschen Kultur und zur deutschen Musik hatten, unter Adorno zum Beispiel. Und dass man da etwas retten müsste und heilen müsste, ist sicherlich richtig. Aber das ist natürlich ein ganz heikler Punkt. Das ist ja genauso in der DDR so gewesen mit Beethoven, Deutsche Demokratische Republik, bekanntlich die Funktionäre der Sozialistischen Einheitspartei haben auch Beethoven auf ihre Fahnen geschrieben. Beethoven war kolossal populär. Beethoven galt als Humanist, als Revolutionär, als fortschrittlich, als progressiv, progressive. Auch könnte man sagen, ja, das ist ja ein Missverständnis, das ist ja ein Missbrauch. Ja, man kann natürlich Musik immer irgendwie missbrauchen. Man kann sagen, die 5. Symphonie ist ein Schlachtruf, da auch Kanonendonner. Ja? Ja und nein. Ich würde sagen, es ist ein spiritueller Schlachtruf, ein geistiger Schlachtruf. Da müssen aber keine Kanonen sein. Obwohl natürlich Beethoven, wie man ja weiß, auch ein Schlachtgetümmel vertont hat. Buchstäblich, also ein Schlachtgetümmel. Und das ist ganz schwierig, der Punkt. Da könnte man sehr lange drüber diskutieren, das können wir heute Abend nicht machen. No, I just wonder if for you there is this kind of black hole existing between 33 and 45, or can we put some meaning into those years, also in cultural terms? Can we say that there was German culture up to 1933, and nothing, and then starting from 45? Auf keinen Fall. Es gab natürlich eine, wie man heute ja zunehmend mehr weiß, eine Kontinuität. Es ist ja auch in der Architektur nicht so gewesen, wie man lange Zeit angenommen hat, dass 1933 ein kompletter Bruch gewesen wäre. Es gab natürlich auch ganz bestimmte architektonische Elemente, auch sogenannte moderne Elemente, die einfach weiterliefen. Die Nazis waren in mancherlei Hinsicht gar nicht so reaktionär, wie man es gerne sehen möchte. Zumindest in den frühen Jahren nicht. Insofern, Es gab natürlich einen radikalen Bruch und doch gab es ein Kontinuum. Und natürlich kann man Persönlichkeiten, wie wir ja auch schon gesagt haben, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan und andere, die waren Nationalsozialisten, ob nun aus Herz und Seele oder nur aus Karrieregründen. Auf jeden Fall, sie haben sich arrangiert mit dem System. Und da kann man sie natürlich moralisch für verurteilen. Aber trotzdem wurde in Deutschland exzellente Musik gemacht. Jedenfalls die Interpretationskultur in Deutschland war nach wie vor auf hohem Niveau. Das ist einfach so. Das kann man ganz nüchtern und ohne Aufgeregtheit kann man das konstatieren. Also es gab einerseits den Bruch natürlich, den extremen Bruch. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Kontinuum. Und gerade die deutsche Kultur und auch die deutsche Musik war ja nach 1945 ein Hoffnungssignal. Wissen Sie, mir haben viele ältere Menschen erzählt, da bin ich zu jung für, aber viele ältere Menschen haben mir erzählt, dass sie mit Erschütterung, mit Tränen in den Augen, in den zertrümmerten Städten die ersten Konzerte wieder gehört haben. Schubert, unvollendete Symphonie, sie haben Beethoven wieder gehört. Sie haben plötzlich in dieser großen Musik die Antithese zu dem Irrsinn Hitlers begriffen. Sie haben begriffen, dass da im Grunde genommen ein menschheitliches, ein humanes und ein, ja, geradezu ein kosmisches Potenzial liegt, was Hitler, was genau das Gegenteil zu Hitler ist. Deswegen konnte die Musik dann auch sofort wieder in gewisser Weise neu aufgegriffen werden. Sie war ja nicht kontaminiert. Wagner war schwierig, aber auch für die Deutschen weniger als für die Israelis. Ja, bis heute, wie Sie ja wissen, da darf Richard Wagner, Richard Strauss auch nicht in Israel gespielt werden. Sie kennen ja Daniel Barenboim, der sich ja bemüht hat, das dagegen zu arbeiten. I know we can't go into this, you're right, this whole subject, but just to kind of have a feeling how instinctively you explain those years 33, 45 as a philosopher, as a thinker. You are able to kind of give a label or a name to that period? In gewisser Weise war es die Perversion, die grauenvolle Perversion eines echten Impulses. Das war ein großer Schatten. In diesem großen Schatten war auf eine merkwürdige Weise auch ein Licht verborgen. Das ist aber ganz schwierig, weil wenn es nur der Schatten gewesen wäre, nur der Irrsinn, nur der Mord, der Massenmord, hätte es die Menschen nicht ergriffen. Das ist das, was für viele ja ganz schwer zu begreifen ist. Irgendetwas war da, was tatsächlich die Menschen erstmal ergriffen hat. Es war das Gefühl, dass da irgendwie in der Industriezivilisation etwas zu heilen ist. Das war ja auch in der Frühphase ganz verbreitet, auch außerhalb der Nazis. Diese industrielle Zivilisation ist irgendwie an ein Ende gekommen. Entfremdung. Jetzt muss ein neuer Impuls kommen. Und die Nazis haben ganz viele Impulse aus der Zeit auf perverse Weise aufgegriffen. Aber das ist ein riesiges Thema. Das kann man in wenigen Sätzen so gar nicht sagen. Aber es ist ja bis heute in vielerlei Hinsicht ein Tabuthema. No, I just wondered about the extent, you know, of evil. Yeah. How you kind of incorporate it into your thinking. Why you're touching about industrial society. Yeah. But from there to sort of the depth of evil, it's still a long way. It's still a long way. Natürlich ist ein ganz, ganz weiter Weg und die letzten Gründe wird man kaum mit Hilfe der üblichen Psychologie oder Geschichtsschreibung oder Philosophie ergründen können. Das bleibt auch ein großes Rätsel. Es bleibt dann auch ein großes Fragezeichen. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht Antworten gibt, die formelhaft sind und die dann die Tiefe des Geschehens im Grunde nicht erfassen. Das ist genau wie mit der Atombombe. Was ist die Atombombe? Ist die Atombombe nicht das Resultat der neuzeitlichen Physik überhaupt? Ist nicht schon in Galilei, in Newton, in Kepler die Atombombe angelegt? In gewisser Weise ja. Da muss man ganz genau sich angucken. Das ist schwierig. Also da würde man, ich glaube, da würden wir ein bisschen zu weit in diesen Punkt hineingehen. Ich glaube übrigens auch, dass, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, als ich mit 16, 17, 18, 19 Jazz gemacht habe, habe ich überhaupt nicht gedacht an den Nationalsozialismus. Ich habe gesehen, dass über meine Eltern und meine Bekannte diese Musik etwas Museales hatte, etwas Steriles, etwas bürgerlich Abgeklärtes. Da lebte irgendetwas nicht mehr. Man hatte das Gefühl, das lebt gar nicht wirklich. Und das musste man neu entdecken, auf eine neue, andere Art entdecken. Und ich denke, dass es auch möglich ist, die Musik neu zu erschließen, jenseits der Bürger, der Spießer, die diese Musik für sich reklamieren. Der kleine Spießer, der zu Hause seine Platten sich auflegt und denkt, er partizipiert an dem Geist Beethovens. Das tut er so gar nicht. Spießer, I don't know what it is. Spießer ist ein Bürger, ein, okay. Kann man gar nicht so sagen. Der Spießer ist, ist nicht der Bourgeois und ist auch nicht der Citoyen. Es ist so die Kümmerform, der kleine Bürger, der Mini, der Petit Bourgeois, genau. I was curious about jazz, because it did say on the book cover that you had some affinity to jazz. Had you had? Okay. Heute nicht mehr. Yeah. Do you see in jazz already one of the first sort of mutations of two cultures, just like world music is today, or some tendencies are of meeting gypsy and classical music, or by the African influence in jazz? Das ist schwierig. Diese These, die Sie gerade ansprechen, hat ja auch der berühmte, auch klassische Pianist Friedrich Gulda vertreten, der einer der besten Mozart- und Beethoven-Pianisten überhaupt war. Wunderbarer Pianist, der großartig die Mozart-Klavierkonzerte interpretiert hat. Gleichzeitig war er Jazzmusiker. Hat gesagt, was heißt hier neue Musik, was heißt hier Schönberg, was heißt hier Alban Berg. Die eigentliche neue Musik ist der Jazz. Der hat das ja verbunden, Mozart und Jazz. Schwierig, würde ich sagen, geht so, glaube ich, nicht. Der Jazz ist eine andere Art von Musik, hat natürlich auch starke Einflüsse in der abendländischen Musiktradition, ist ja auch tonal, auch in der Improvisation ist er ja letztlich gegründet in der abendländischen Musikkultur. Basiert ja auf dem Dreiklang, auf den grundlegenden Intervallen, auf der ganzen Struktur der abendländischen Musik in Verbindung mit anderen Elementen der Sklavenmusik, der Neger in New Orleans und anderen Bereichen. Natürlich kam das dann dazu und hat natürlich die viele kolossal fasziniert, mich auch jahrelang, weil er natürlich auch eine rhythmische Komponente hat. Er ist erotisch, er packt den Menschen direkt. Aber das habe ich erst später verstanden, dass das Beethoven in viel stärkerem Maße macht. Beethoven packt den Menschen auch, aber gleichzeitig führt er ihn weiter noch in eine andere, höhere Schicht hinein. Und ich glaube nicht, dass der Jazz da in der Lage ist, diese tiefe Schicht der Archiphone zu berühren. Also mit aller Vorsicht gesagt, ich bin da skeptisch. You make a differentiation in your book between meditative and hypnotic music. Maybe you could elaborate on this a little bit. Ja, ich habe das am Beispiel von Richard Wagner ja gezeigt, dass es eine hypnotische Musik gibt, die den Menschen in eine Art Trance versetzt, ihn klein macht. Ihn klein macht und in gewisser Weise im Hören zu einem Sklaven der Musik macht. Er wird zu einem Süchtigen, wie das bei Wagner oft der Fall ist. Während die wirklich große Musik, die meditativ ist, die den Menschen meditativ auch erreicht, macht den Menschen wach, bewusst, ergreift ihn in seinem Ich, in seinem Selbst, nicht in seinem Ego, im kleinen Ego, sondern in seinem größeren Selbst. Sie macht ihn wach, bewusst. Wenn ich ein Mozart-Klavierkonzert höre, dann muss ich ganz wach sein. Dann ist mein Geist, meine Seele, mein Bewusstsein ganz wach. Bei Wagner darf ich gar nicht vollkommen wach sein. Wenn ich vollkommen wach bin, dann kann mich diese Musik gar nicht so hypnotisch ergreifen, wie das Wagner ja auch wollte und ja es auch erreicht hat. Und da liegt natürlich ein suggestives Potenzial in der Musik, was auch gefährlich ist. Und das hat in der Tat, wenn man so will, etwas, sagen wir mal ganz vorsichtig, etwas Präfaschistisches. And you tend to think that electronic or heavy metal and those trends of music are in a similar line, where they have a hypnotic effect on the person? Ja, Heavy Metal ist natürlich noch etwas ganz anderes, noch ein ganz anderer Stoff. Das ist ja gar keine Musik eigentlich. Ich würde sagen, Heavy Metal ist nichts weiter, als den Einzelnen hineinzuhämmern in einen dumpfen, einen unbewussten, einen ganz niedrigen Bewusstseinszustand, immer mit Gewalt verbunden. Ich würde sagen, was mittlerweile, gibt es ja auch soziologische und psychologische Untersuchungen darüber, die ganz klar gezeigt haben, dass bestimmte harte Formen von Rock immer mit Gewalt verbunden sind. Das ist nicht friedlich, das ist in sich, ist das hart, unmenschlich. Das ruft eigentlich auf zur Gewalttat. Man muss ja nur mal als wacher, bewusster Mensch eine Viertelstunde Heavy Metal mal wirklich hören, dann begreift man, das ist nicht menschlich. Das ist nicht der Mensch in seinen wirklich hohen geistig-seelischen Schichten. Luckily you don't have a teenage boy in the house at the moment. You would have a difficult time to tell. Ich habe mit meiner Tochter, das kann man auch mit Jugendlichen auch besprechen. Das heißt ja nicht, dass man wird wahrscheinlich Jugendliche mit solchen Argumenten kaum beeinflussen können. Die werden das trotzdem machen. Man kann ihnen aber nahebringen, glaube ich. Das kann ja doch der Volker Biesenbender. Das haben wir doch gestern erlebt. Er kann doch mit Kindern und Jugendlichen auf eine ganz wunderbare Weise umgehen. Er kann in ihnen die authentische Musikalität, die in ihnen ist, wecken. Und das kann er doch. Und das ist ein wunderbarer Weg, wie man auch junge Menschen an wirkliche Musik heranführen kann. Und nicht sich voll dröhnen mit Heavy Metal, was dann den Einzelnen in einen ganz gewalttätigen Zustand, in einen drogenähnlichen Zustand bringt, das hat das mit Bewusstsein zu tun. Was hat das mit Entwicklung zu tun? Entwicklung des Bewusstseins. Wenn der Mensch ist doch angelegt, glaube ich, ja, ich weiß es eigentlich, der Mensch ist doch angelegt auf einen hohen Bewusstseinszustand. Das ist doch, gehört doch zum Menschen. Das Menschliche ist doch ausgerichtet auf einen bestimmten Zustand des Bewusstseins. Das macht doch die menschliche Würde aus, würde ich sagen. Dass der Mensch das kann, dass der Mensch das Potenzial wirklich hat. Wenn man das negiert, wenn man sagt, der Mensch hat dieses Potenzial gar nicht, das ist auch gar nicht wichtig für ihn, dann würde ich sagen, negiert man in gewisser Weise seine eigentliche Würde. Ich finde, die Menschenwürde hat der Mensch nur dadurch, dass er die Möglichkeit hat, sich zum hohen Bewusstsein, was in ihm angelegt ist, ja, zu entwickeln. Und dies meine ich mit Entwicklung des Bewusstseins, Development of Consciousness. Das meine ich mit dem Untertitel des Buches. Und ich finde, da hilft die Musik. Sie kann helfen. Sie muss das nicht leisten, aber sie kann es leisten. I wonder how, maybe it's the last question, whether you see any parallel between efforts like Folker's or other people who followed ideas of Menuhin to open up to other kinds of music really around the globe. How does that parallel with tendency of mondialization, of a commercial approach which kind of actually unifies world culture in many ways, it all becomes sort of Americanized? Or das ist ganz what are the risks and what are the advantages maybe of this kind of situation we're in at the moment? Das ist ganz schwierig. Das gilt ja generell für unsere Möglichkeiten heute in der abendländischen Kultur, alle anderen Kulturen uns gewissermaßen anzugucken. Wir haben das Schrifttum aller Kulturen, auch der großen spirituellen Traditionen haben wir ja. Und das ist schwierig, ob die sogenannte Weltmusik, von der ja so viel geredet wird, ob sie wirklich das leisten kann, ob sie wirklich so völkerverbindend ist, wie sie oft angesetzt wird, weiß ich nicht. Und diese Globalisierung in diesem negativen Sinne, die Sie ansprechen, spielt natürlich auch mit hinein. Also alle Musikkulturen sind wichtig, natürlich. Auch die indische ist ja ganz selbstverständlich. Auch die Volksmusik aller Völker ist wichtig. Trotzdem bleibe ich dabei, was ich vorhin gesagt habe, dass die abendländische Musik ein einzigartiger Beitrag zur spirituellen Weltkultur ist. Wie die Inder die Upanishaden haben, die Bhagavad Gita, den Buddhismus, der ursprünglich indisch war, wenn auch heute nicht mehr in Indien seine Heimat hat. Aber was die Inder uns gegeben haben, was die Griechen uns gegeben haben, in anderer Form und andere Kulturen, da hat die abendländische Kultur hat da ein ganz großes Potenzial. Eine der größten Leistungen der abendländischen Kultur, das muss man einfach sagen, ist wirklich die Musik. Und auch die große Philosophie, auch die große Literatur. Aber eben auch hier sind die Gegensätze besonders groß. Hier hat es eben auch einen Hitler gegeben, hier ist auch die Atombombe entwickelt worden. Die Extreme sind gerade in der abendländischen Kultur besonders ausgeprägt. Would you say that just the kind of generalization that one has to be well anchored in one's own culture and sort of have one's own identity before one can open up to other cultures, other identities? A little bit, if you want, like the process of nationalization, each country had to have its nation state. Yeah. Before it can become international and open up to other countries. In gewisser Weise würde ich dem zustimmen, ja. Man muss erst in der eigenen Kultur verwurzelt sein. Das ist aber gerade im Falle der abendländischen Kultur besonders schwierig, weil ich ja schon gesagt habe, dass in der abendländischen Kultur eigentlich zwei ganz verschiedene Strömungen vorhanden sind. Nicht zufällig ist gerade hier auch die abstrakte Physik bis hin zur Atombombe entwickelt worden und hier gerade ist das Unfassbare des Massenmordes durch die Nazis passiert, gerade hier. Und das ist eben schwer zu begreifen. Die Abgründe, die Gegensätze sind hier besonders stark. Wo das ein ganz starkes Licht ist, ist auch gleichzeitig der Abgrund. Ja, wir haben hier den Abgrund und wir haben hier die Höhe. Gleichzeitig, und ich glaube, in keiner Kultur der Menschheit sind die Gegensätze so stark wie gerade hier. Das Teuflische, das Dämonische und das wirklich im besten Sinne des Wortes Geistige, das zum Göttlichen hin orientierte, zum Kosmischen hin, was die Musik eben auch zeigt. Meine ich, das ist ihr Potenzial, das ist in ihr angelegt. Ich höre das aus der Musik heraus. Für mich ist es da öffnet sich was. Wenn ich Beethoven höre, habe ich das Gefühl, ja, ich trete dann hinaus und wundere mich eigentlich, der Himmel müsste sich öffnen. Und er tut es in gewisser Weise auch. Und das hat etwas Beglückendes, etwas Wunderbares und das kommt nie zum Ende. Das ist nie langweilig. Jahre, Jahrzehnte, das wird Volker bestätigen, Volker Biesenbender, dass es da nie ein Ende gibt. Das ist immer neu lebendig. Und wenn es aufhört, lebendig zu sein, dann ist das verschwunden, was eigentlich das Wesentliche ausmacht. Es muss immer lebendig sein. Und ja, das würde ich dazu sagen, zu diesem Thema in aller Knappheit. Danke. Thank you, Uri Hess. My next project is Beethoven's Fifth with the Basel Chamber Orchestra. Uh-huh. Did you understand what I said in German? Yeah, there were a few words you don't know, but as a, you know, the basic line you can understand. And actually, in the last answer, you actually replied a lot of subconscious questions that I had about the Holocaust, which you answered. Okay. Just to understand more how. And okay, marvelous. No, I think it was very good. Okay, you could send me a copy of the interview. Yeah, no problem. I'll make you have a